Italegro, bisschen mehr L. Italegro, L. Jutta Eckes ist aus Leidenschaft Italienistin, Italienisch-Dozentin an Musikhochschulen in Köln, Mainz und Darmstadt, Dolmetscherin, Übersetzerin, Lehrbuchautorin, und ihr Italienisch-Sprachcoaching für Sängerinnen und Sänger bei Opernproduktionen feilt an Details. Italegro, ein bisschen länger das L. Hm? Italegro. Ja? Das L muss weiter vorne noch sitzen. Ihre Begeisterung für die italienische Sprache entfachte früh. Das erste Mal war ich als Kind in Italien. Also ich glaube, wie alt war ich da? 7 oder 8? 8, glaube ich. Ja? Mit 8 Jahren war ich zum ersten Mal dort. Und ich erinnere mich sogar noch an die erste italienische Vokabel, die ich gelernt habe, nämlich Lucertola, die Eidechse, beim Spiel mit einem anderen Kind. Das war der Beginn. Die neueste Publikation aus der Feder von Jutta Eckes mit dem Titel Italegro tummelt sich in vielen Facetten der Musiksprache. Es geht um italienische Begriffe von Abbandono, accelerando, accento bis Zampogna, Zingara, alla Zingarese. Das Glossar steht auf der Website von Breitkopf und Hertel natürlich auch als Audiodatei zur Verfügung, denn Jutta Eckes nimmt es inspirierend genau. Italegro. Ja, das eh noch ein bisschen weiter öffnen. Italegro. Doch wie kam es zu diesem Titel? Also es soll was Italienisches drin sein und es soll was aus dem Buch natürlich drin sein, ein musikalischer Begriff. Und dann dachte ich, ah ja, die Vortragsbezeichnung Allegro, der sowohl als Tempobezeichnung eingesetzt wird, als auch einen Affekt, also ein Gefühl beschreibt, nämlich Fröhlichkeit. Allegro heißt ja eigentlich fröhlich. Und das in Verbindung mit Italienisch, Italiano, Allegro, Ita. Und so ist dann dieses Kofferwort entstanden, Italegro. Neben Glossar und Anekdoten zieren Illustrationen von Mehrdad Zahiri das viereckige Buch. Und die Begegnungen mit Sichtweisen dieses feingeistigen Künstlers ebnen Wege in weitere Erlebniswelten. Ich habe nicht die Worte im Text, die Sätze im Text 1:1 in Bilder umgesetzt, sondern ich habe meine eigene Erzählebene, die ich parallel zum Text als Bild hingesetzt habe. Das heißt, wenn man den Text liest und auf das Bild schaut, dann vervollständigt sich das gegenseitig. Die Illustrationen, sie illuminieren den Text, sie wiederholen ihn nicht. Und das ist eigentlich meine absolute Lieblingsweise, ein Buch zu illustrieren. Mehrdad Zahiri kam in Isfahan zur Welt. Laut einem iranischen Sprichwort bedeutet der Name der Stadt Nesf-e-Jahan die Hälfte der Welt. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Iran gelebt und wurde natürlich von der persischen Kultur stark beeinflusst bis heute. Ab dem 14. Lebensjahr lebe ich in Europa, in Deutschland, und natürlich ist vieles von dem, was ich in der Kunst gelernt und gemacht habe, dann auch beeinflusst von der europäischen Kultur. Und ich denke, dass ich in meinen Illustrationen, in meinen Zeichnungen, die ich mache, immer beide Welten darin erkenne. Und die Menschen auch. Ich werde oft darauf angesprochen, dass meine Bilder etwas Orientalisches in sich haben. Und das denke ich auch. Ich denke, mein Ursprung, meine Kindheit, all das, was vom Iran kommt, dass das alles natürlich eine sehr, sehr starke Wirkung hat. Ich sage einfach, beide Welten sind in meinen Zeichnungen zu finden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. So bündelt Italegro multiperspektivisch kulturelle Besonderheiten. Es kommt eine Redewendung übrigens drin vor, da erkläre ich den Begriff legato, das Gebundene, und legare heißt binden. Und da gibt es eine ganze Reihe Redewendungen im Italienischen. Also beispielsweise, jemand ist pazzo da legare, jemand ist so verrückt, dass man ihn anbinden muss. Oder, und das kommt im Buch vor, legare le vigne con le salsicce, bedeutet, jemand ist wahnsinnig reich. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es, man bindet mit Würsten die Weinreben an. Das heißt, jemand ist so reich, dass er es sich leisten kann, die Weinreben mit Würsten anzubinden. Und da entstehen ganze Bildwelten. Aus wiederum völlig anderen Lebenswelten kommt ein auch hierzulande gebräuchlicher Begriff, der wohl kaum mehr hinterfragt wird und doch so viel mitklingen lässt. Conservatorio. Italegro steht für das Zusammenspiel von Worten und dem Wesen von Musik. Denn in der Annäherung an Begriffe verbirgt sich weit mehr, als auf den ersten Blick zu erahnen ist.
Wir kennen das von der Konserve, ja, da wird etwas aufbewahrt und im Konservatorio wurden Kinder verwahrt. Und zwar im Neapel des, ich glaube, 16. oder 17. Jahrhunderts, müsste ich selber nochmal genau nachlesen, gab es einfach so viele Menschen und so kinderreiche Familien, dass die Familien die Kinder nicht mehr ernähren konnten. Die Kinder wurden ausgesetzt. Man hat sehr viel auf die Kirchen gehofft, hat die Kinder vor Kirchen ausgelegt, in der Hoffnung, sie mögen dort entweder von einem wohlhabenden Menschen gefunden werden, der sich dieses Kindes annimmt, oder sie mögen von Geistlichen, von Nonnen, von Mönchen mit ins Kloster und genommen und erzogen werden. Und das ist eben auch geschehen, dass viele Findelkinder, solcher Esposti, ausgesetzten Kinder, aufgenommen wurden in die Klöster und dort zunächst mal mit dem Nötigsten versorgt wurden. Und dann kam im Laufe der Zeit eben auch eine Bildung dazu, eine kulturelle Bildung, und natürlich gehörte dazu auch eine musikalische Bildung. Und so kam es dann vom Conservare, vom Aufbewahren, vom Verwahren der Kinder, später zur Übertragung auf den rein musikalischen Bereich. Italegro bietet ein umfangreiches Glossar, Anekdoten und, so heißt es im Untertitel, beiseite Gesprochenes. Es gibt ja diesen Begriff aus der Bühnensprache, man spricht a part, also man spricht etwas zur Seite, das heißt offiziell nicht zum Publikum. Und das wäre der Gedanke dabei, dass ich nicht mit erhobenem Zeigefinger da stehe und sage, so, jetzt gibt es aber auch noch eine weitere Bedeutung dieses Wortes, sondern ich wollte dazu dann noch was erklären. Also ein Beispiel vielleicht, es kommt das Wort Messa vor, also die Messe, die heilige Messe. Aber es kann auch die Messa in Scena sein, in dem Fall ist es das Mettere in Scena, auf die Bühne setzen, also die Inszenierung. Und dazu erkläre ich dann was im Aparte, ja? Also in diesem beiseite gesprochenen Teil. Italegro verbirgt zwischen zwei Buchdeckeln eine Fülle von Ausformulierungen sprachlicher Details und Facetten des Lebens zum Schmunzeln, Bedenken und Nachklingen lassen. Italegro öffnet ein Zeitfenster für eine Pause im Alltag. Bei der Illustration begehrst du eine Pause, meine Liebe, habe ich eine meiner alten Skizzen genommen. Es ist so, dass ich in meinem Atelier tausende von kleinen Skizzen in meinen Heften habe. Das sind Hefte, in die ich zeichne, wenn ich irgendwo warte, im Zug sitze oder beim Zahnarzt oder in der Bahnhofshalle warte. In diesen Zeiten hole ich immer mein Skizzenheft raus und zeichne dort hinein. Und diese Zeichnungen verwende ich oft für meine Illustrationen. Und das ist das Schöne an diesen Skizzen, dass sie sehr lebendig sind und sich nicht darum kümmern, unbedingt jetzt sauber gezeichnet zu sein. Sie bestehen aus dem Zufall des Moments heraus. Bei Begehrst du eine Pause, meine Liebe, war das so, dass ich einfach meine Skizzenhefte geholt habe, einige von denen auf den Tisch gelegt habe und angefangen habe zu blättern, um zu gucken, welche Skizze, welche Zeichnung zu diesem Text gut passen würde. Da kam tatsächlich mir dieses Bild vor die Hände. Ich war völlig begeistert, weil auch hier wiederum der Text weiter erzählt wird im Bild. Das heißt, diese Dame, die zu der Gans spricht, oder die Gans zu der Dame spricht, das sieht man ja nicht genau, aber diese Begebenheit, die kommt im Text gar nicht vor. Italegro. Italegro. Ja, super. Das war eben fantastisch. Sehr gut.